FC Amberg gegen den SV Wacker Burghausen. Ein Spiel, in dem die in Gelb spielenden Amberger zum Siegen verdammt sind, wollen sie ihre Chance wahren, doch noch in die Relegation zu kommen. Wacker will dagegen mit einem Sieg an Tabellenführer Regensburg dranbleiben. Und Wacker erwischte den besseren Start. 16. Minute, Freistoß Christoph Burkhardt, Matthias Götz mit Problemen. Amberg kann gerade noch zur Ecke klären. Auch die getreten von Burkhardt. Verlängerung am zweiten Pfosten in der Mitte, Daniel Hofstetter völlig blank. Das 1:0 für Burghausen, die kalte Dusche für die Hoffnungen des FC Amberg. Amberg tat sich in einer eher durchschnittlichen Partie schwer, Torchancen zu kreieren. Die beste hatte noch ein Verteidiger, Julian Cisei, aber knapp am Tor vorbei. 26 Minuten waren da bereits gespielt. Kurz vor der Pause dann doch noch die Gelegenheit zum Ausgleich für die Hausherren. 39. Minute, Freistoß Thomas Schneider, Kühnlein per Kopf, Pfosten vorbei. Michael Plänitz einfach zu überrascht, um den Ball reinzudrücken. Halbzeitstand 0:1. Die 755 Zuschauer im Stadion am Schanzl sahen dann auch im Durchgang 2 eine druckvolle Heimmannschaft. Richtig gefährlich wurde es allerdings erst in der 71. Minute. Amberg druckvoll am 16er, Flanke Julian Cisei, Tobias Wiesner, Latte, Großchance für den FCA, doch wieder kein Tor. Von Burghausen kam in dieser Phase offensiv wenig. Amberg mit Powerplay, Flanke von Sven Seitz, Kopfball Cisei, Titikovic mit einer Glanzparade, weiter 0:1. Amberg machte in der Folge auf, so hatte auch Wacker noch seine Chancen. 85. Minute, Hammer, Zumo nach einer Ecke, nur an den Pfosten. Glück für den FC Amberg. Und das blieb ihnen auch in der nächsten Szene treu. Konter Burghausen, Zumo auf Pilisi, der völlig frei. Doch über den Kasten, das war schon kläglich. Doch der SVW machte zum Schluss doch noch den Sack zu. Letzte Minute der Nachspielzeit, Amberg offen und Muhammed Subasic mit dem 2:0 für Burghausen. Der FCA bleibt damit im 14. Spiel in Serie sieglos. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde sogar, dass wir gegen einen Tabellenzweiten spielbestimmend waren. Wir haben den Ball richtig gut laufen lassen und schaffen es halt leider nicht, die Kugel reinzudrücken. Wobei dieses Mal wirklich zweimal einfach das Aluminium im Weg stand und wir Pech hatten. Wir spielen richtig gut, haben so eine Top-Mannschaft wie Burghausen, vor allem in der zweiten Halbzeit, absolut unter Kontrolle. Wir spielen uns Chancen und machen leider die Dinge eben nicht rein. Ja, und am Schluss war es klar, da haben wir aufgemacht und da haben sie 2, 3 Kontermöglichkeiten. Aber über 90 Minuten waren wir heute klar die bessere Mannschaft. Das bringt den FCA aber leider auch nicht aus dem Tabellenkeller. Kommendes Wochenende geht es zum Abstiegsendspiel zum SV Schalding-Heining. Ein Sieg dort Pflicht. Ja, für beide geht es natürlich um alles. Das ist ein Alles-oder-nichts-Spiel und wer dort verliert, steigt ab.